In dem heutigen Video soll es darum gehen, dass wir mal anhand eines Falls besprechen wollen, wie man überhaupt eine Composite-Füllung legt. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf die Vorteile ein und was auch in dem Video rauskommen wird, ist so ein bisschen der Vergleich zu einer Amalgamfüllung. Also wenn euch das interessiert, bleibt doch dran und schaut es euch gemeinsam mit uns an. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner und wir sind heute wieder bei uns in der Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnerhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Aber bevor wir loslegen, noch eine kurze Bitte. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr Lust habt, nichts mehr zu verpassen und immer up to date sein wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. So, wie ihr hoffentlich jetzt eingeblendet seht, haben wir wieder ein Bild, wo wir, das ist in diesem Falle eine Patientin, da haben wir diesen Zahn hier gemacht mit der Amalgamfüllung hier. Das ist unten rechts der erste Backenzahn. Einige von euch werden hoffentlich schon erkennen, was dieses hellblaue hier ist, nämlich der Kofferdamm. Wir hatten dazu schon einige Videos gemacht, das auch mehrfach in den Videos schon erwähnt, dass wir Kofferdamm ja eigentlich immer verwenden oder fast immer zu 90% der Fälle. Bei solchen Füllungen auf jeden Fall. Warum wir den verwenden, nur mal ganz kurz komprimiert wegen der absoluten Trockenlegung, weil wir bei einer Composite-Füllung ja kleben und wir wollen das natürlich, oder sagen wir so, es ist bei einer, wenn man klebt, extrem wichtig, dass keine Feuchtigkeit auf dem Zahn ist, weil das uns einfach nicht so lange hält. Und wir wollen natürlich, wenn wir eine ordentliche Füllung machen, soll die natürlich dementsprechend lange halten. Und dafür ist das ja unabdingbar, eben das schön trocken zu halten. Gerade im Unterkiefer ist der Speichelfluss sowieso nochmal deutlich ausgeprägter als im Oberkiefer. Und was in dem Fall noch dazu kommt, ist, dass wir, also ein weiterer Vorteil des Kofferdamms, nämlich wir entfernen ja vorher eine alte Amalgamfüllung. Und Amalgam, also ich weiß nicht, das möchtet ihr wahrscheinlich auch nicht dann in großen Mengen schlucken wollen, ja. Und das ist natürlich das Tolle bei dem Kofferdamm, dass das alles, wir das perfekt entfernen können, ohne dass ihr davon was mitbekommt, ja. So, also wie ihr hier seht, um den Zahn geht's. Was man hier sieht, ist, dass der sozusagen an den Rändern, dass so eine leichte Undichtigkeit hier überall ist. Auch hier, und wir haben auch im Röntgenbild gesehen, dass da auch eine Karies ist, hier an dem Zahnzwischenraum. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht so richtig, aber diese Undichtigkeiten erkennt man schon. Und wenn man jetzt mal in das nächste Bild, also wie würde man jetzt vorgehen? Jetzt würden wir erstmal im ersten Schritt, klar, wir haben vorher eine Anästhesie gemacht, also eine Betäubung, und jetzt würden wir das Amalgam entfernen. Und dann schauen wir mal. Im nächsten Bild, hier ist sozusagen schon der Zustand, nachdem wir das Amalgam entfernt haben und die Karies auch schon. Und wie ihr jetzt seht, ist das, wenn man nochmal ganz kurz zurückgeht, ne? Das ist vorher und das ist nachher. Also das ist schon auch, da geht schon auch ein bisschen was verloren vom Zahn. Ne? Und wir haben jetzt, wie gesagt, wir arbeiten mit Vergrößerung und wir arbeiten auch mit minimalinvasivem Instrumentarium. Also wir wollen schon möglichst, oder geben uns schon Mühe, nur das zu entfernen, was notwendig ist, aber trotzdem ist das eben doch ja, schon mittlerweile ein ausgeprägterer Defekt. Also man konnte das noch mit einer Füllung lösen, alles in Ordnung, aber das wäre auch was, so einen Defekt hätte man auch überlegen können, zum Beispiel mit einem Inlay oder sowas zu versorgen. Ja? Was ihr jetzt auch schön seht, ist also zum einen, dass das so ein bisschen milchig ist. Ne? Das ist, weil wir da sozusagen, das ist der Zustand, nachdem auch schon die Oberfläche angestrahlt wurde und geätzt so ein bisschen. Also das sieht man hier ganz schön. Und was man auch sieht, ist, dass so verschiedene Farben sind. Also zum einen so ein bisschen was, ja, Bräuneres, was Gelbes, hier so ein bisschen dunkelbrauner. Wichtig ist immer, dass der Randbereich, der Teil hier, dass der schön sauber ist. Also da muss es wirklich idealerweise so aussehen wie hier, weil sozusagen im Randbereich, da ist ganz wichtig, das muss fest und hart sein, damit da eben nicht irgendwie wieder was reinkommt. Ne? Und, aber dass das sozusagen dieser innere Bereich, dass das so ein bisschen, sag ich jetzt mal, andersfarbig ist und ein bisschen braun, ist nicht schlimm. Gerade bei Amalgamfüllung hat man das oft, dass sozusagen die Zahnstruktur da ein bisschen verfärbt ist und auch manchmal, wenn eine Karies ein bisschen länger da ist, kann das auch so aussehen. Ist nicht schlimm, ist alles in Ordnung. Also der Zahn kann so weiter, also wir können zum nächsten Schritt sozusagen gehen. Der wäre, weil ihr seht, hier ist der, wir nennen das der Approximalkontakt, also der Zahnzwischenraumkontakt ist hier verloren gegangen. Und damit wir den wieder herstellen können und ihr nachher im Anschluss wieder mit der Zahnseide durch den Zahnzwischenraum kommt, haben wir oder nutzen wir da spezielle Hilfsmittel und die nennen sich Matrize. Das sieht man im nächsten Bild. Genau, ihr seht hier, das hier ist so eine sogenannte Segmentmatrize, also eine ein Metallband sozusagen, ein halbes in diesem Fall. Und das soll diesen Zahnzwischenraum, diese Wölbung des Zahns eben simulieren. Und durch diese, also die Matrize ist gleichzeitig auch ein Platzhalter, durch die man dann die Zahnseite eben wieder durchbekommt durch den Zwischenraum. Was man hier nicht sieht, ist, dass zur Fixierung des, also dieser Matrize wird ein Holzkeil oder Kunststoffkeil, das variiert. Hier also in diesen Übergang wird der eingebracht, damit auch wirklich gerade im Randbereich unten am Zahnhals sozusagen, dass da das Metallband richtig schön anliegt. Ja. Was wir hier noch haben, dieser relativ große Ring, den ihr hier seht, das ist ja so, sogenannter Spannring.
Der wird noch zusätzlich verwendet, damit die Form, also ihr seht das, dieser Ring drückt im Rand, also hier in dem, also das ist in dem Fall der Zungenbereich und hier der Wangenbereich, drückt er dieses Metallband nochmal richtig schön eng an den Zahn ran. Und das werdet ihr nachher auch sehen, wenn die Füllung gelegt ist, dass das schön, ja, eben eine schöne Form dann hat. Ja? Und dafür nehmen wir den Ring, dass der uns dabei hilft. Ja? Wie man jetzt weiter verfahren würde, habe ich, wie gesagt, vorher schon gemacht, dass man das angestrahlt hat, die Oberfläche, einfach damit damit die Oberflächenbeschaffenheit noch, also damit man sogenannte Mikrorauigkeiten hat, damit der Kunststoff eben und auch das Bonding, also dieser Kleber, eine bessere Verbindung mit dem Zahn eingeht. Und was man jetzt machen würde, das habe ich jetzt nicht bebildert, aber man würde diese Adhesivschicht auftragen, ja? Also den Zahn richtig benetzen, dann sieht er nicht mehr so milchig aus, sondern würde eher so glänzend aussehen. Und dieses sogenannte Bonding oder Adhesivsystem, das sorgt dafür, dass wir einen Verbund bekommen zwischen Zahn und dem Komposit, also diesem Füllungsmaterial, ja? Und was wir dann meistens machen, oder was nicht nur wir, sondern viele andere auch machen, ist, wir haben ja jetzt hier diesen großen Defekt, dass man als allererstes die sogenannte Randleiste, also den Bereich hier aufbaut und danach so die Mitte sozusagen. Da gucken wir mal am nächsten Bild, da habe ich das nämlich gemacht. Ah, schade. Da ist die Füllung leider schon fertig. Also hier ist die Füllung schon fertig, ist aber nicht schlimm. Wie ihr seht, das hier ist dieser Randbereich. Meistens mache ich so, dass ich dann erstmal das abnehme und was man aber schön sieht, dass wir uns eben. Oder dass es auch Sinn macht, sich immer zu bemühen, die Anatomie des Zahnes nachzuempfinden. Das bedeutet, wie ihr seht, das ist nicht. Guckt euch mal die Nachbarzähne an mit den Amalgamfüllungen. Einmal hier und einmal hier. Da ist es halt eher so plan, ja. Einfach, also halt reingedrückt. Das kann man sicherlich auch machen, ist doch kein Vorwurf oder so. Aber der natürliche Zahn sieht ja eben nicht aus so platt, sondern der hat eben Berge und Täler und das wollen wir auch, geben wir uns Mühe, das nachzuempfinden, damit natürlich beim Kauen damit ihr auch nicht was damit beißen könnt, ja. Sagen wir es so. Und ich hoffe, dass man das hier schön erkennt. Ne? Also hier zwei Höcker, der Höcker, hier nochmal zwei Höcker und dann wirklich hier diese tiefere Fissur. Ja, und jetzt haben wir nochmal ein Bild, wo wir den Koffer dann abgenommen haben. Ja, also der Unterschied zwischen dem und dem Schritt ist, dass man hier ist es noch nicht poliert. Da ist die Oberfläche, so kommt es raus, wenn wir fertig alles ausgehärtet haben. Achso, ganz wichtig, man will natürlich nach jeder Schicht immer härten. Also das bedeutet, man bei so einer Kunststofffüllung macht man das immer in Schichten. Also man macht nicht einmal alles in einem Ganzen, sondern man macht immer einzelne Inkremente, heißt das. Ich habe bei dem Zahn im Speziellen habe ich ja erst diese Wand hier aufgebaut, dann habe ich danach den Höcker hier aufgebaut, dann wird das ausgehärtet, dann habe ich den Höcker aufgebaut, wird das ausgehärtet mit einem Blaulicht sozusagen. Hier das aushärten, den Anteil aushärten, den Anteil aushärten und dann geht man ganz zum Schluss nochmal drüber und härtet es auch nochmal aus. Jede einzelne Schicht wird in der Regel 10 bis 20 Sekunden auf jeden Fall und abschließend auch nochmal 10 bis 20 Sekunden. Jeder, der schon mal so eine Kompositfüllung bei uns oder bei wem anders bekommen hat, wird es auch gemerkt haben, dass da ganz oft mit der Lampe eben gehärtet wird. So, und jetzt schauen wir nochmal das letzte Bild. Das ist dann ohne den Kofferdamm. Deshalb seht ihr hier so ganz leicht durch das Tuch ja auch ein bisschen, ist das so, ja, so ein bisschen gerötet. Das ist nicht schlimm, das ist nach spätestens 2 Tagen wieder weg. Und hier seht ihr, dass die Oberfläche jetzt eben schön glatt ist. Und was man im direkten Vergleich hoffentlich sieht, ist eben der Unterschied Amalgam versus Komposit. Das sieht halt aus wie ein Zahn. Das sieht halt aus wie ein Zahn mit Füllung. Und da muss halt jeder für sich entscheiden, was er möchte. Nicht nur das sieht man ja auch, dass bei Komposit eben nicht diese Randundichtigkeiten jetzt sind wie hier bei dem Amalgam. Ne? Ja, also mich würde mal interessieren, wenn ihr denn Füllungen habt, was habt ihr denn für Füllungen und habt ihr auch schon mal eine Kompositfüllung bekommen? Kennt ihr die Kompositfüllung mit dem Kofferdamm? Habt ihr euch, also ich, ja, habt ihr noch andere Fragen, die euch bei der Füllungslegung, die da für euch noch interessant wären? Und wenn ihr sonst auch noch andere Fragen habt, die ihr jetzt noch nicht genannt habt, dann schreibt die gerne wieder in die Kommentare rein. Wir geben uns Mühe, alles zu beantworten. Und ich denke, das wird auch nicht der letzte Fall gewesen sein, den wir ja so in dieser Form mit euch teilen werden. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.